Optionshandel ist ein mega tolles Geschäft, aber trotzdem scheitern ganz, ganz viele, die sich im Handel mit Optionen versuchen. Und warum das so ist, das erkläre ich dir heute in diesem aktuellen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden diesen Kanal, das habe ich euch ja gesagt, jetzt neu beleben und wir fangen mal ganz, ganz langsam an. Nämlich erstmal heute mit drei Sachen, die ich immer wieder in den letzten Jahren beobachtet habe, warum so viele, die eigentlich mit voller Hoffnung, mit vollen Begeisterung an den Optionshandel gegangen sind, warum die scheitern. Und das sind so die drei wirklich gröbsten Fehler, die immer gemacht werden. Wenn man sich deren schon mal bewusst ist, dann kann man schon sehr, sehr viel verbessern. Fangen wir mal an. Der erste Fehler, der immer gemacht wird, ist, dass man eine Strategie zur falschen Zeit anwendet. Okay? Das heißt also, die Strategie als solches ist gar nicht so verkehrt, aber du nutzt sie einfach in der falschen Zeit. Ich will dir ein Beispiel geben. Viele kennen das Short-Put-System. So, Short-Put-System, das ist nichts anderes. Jetzt mal für alle, die neu hier sind. Du hast hier irgendwie eine Aktie und jetzt verkaufst du hier unten einen Put. Ne? Also du verkaufst einen Put, bekommst dafür eine gewisse Prämie. Und deine Intention ist es, dass du lediglich hier diese Prämie einsammelst. Das heißt, du willst überhaupt die Aktien nicht angedient bekommen oder sonst irgendetwas. Ne? Du am liebsten wäre das, hey, das Ding geht hier einfach so weiter. Irgendwann verfällt deine Option und du hast das ganze Geld kassiert. So, ist eine wahnsinnig tolle Strategie. SPS, ne? Short-Put-System. So, den Begriff haben wir uns mal einfallen lassen, irgendwann vor vielen Jahren und wird sehr, sehr viel angewandt, nutzen wir zum Beispiel auch sehr, sehr stark in unseren Trainings. So, das Ding ist, ich beobachte immer wieder, dass, dass Händler mit dieser Strategie anfangen. Ja, gibt es ein paar Details dazu, aber das ist gar nicht mal so wichtig. Aber viele fangen mit dieser Strategie an und dann läuft das eine gewisse Zeit und dann kommt irgendwann der Tag, wo sie wirklich richtig auf den Deckel kriegen. Oftmals ist das dann nicht nur ein Tag, sondern sind es vielleicht ein, zwei Monate oder vielleicht auch mal ein Jahr und dann sagen sie, ja, die Strategie ist Mist, die funktioniert nicht. So, der Punkt ist aber, du hast diese Strategie einfach nur zur falschen Zeit angewandt. Und schauen wir uns das mal an und zwar, wenn wir jetzt hierher gehen und sagen, okay, überlegen wir mal, also wir wollen, dass die, wir haben hier einen Put verkauft, okay, und jetzt wollen wir doch eines definitiv vermeiden, nämlich, dass die Aktie hier fällt und in die Nähe unseres Strike-Preises kommt. So, und jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen, okay, jetzt haben wir hier eine einzelne Aktie oder von mir aus auch ein ETF oder ein Index oder was auch immer. Aber wovon ist das alles abhängig? Und das ist immer abhängig davon, wie läuft denn der Gesamtmarkt? Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn du jetzt beispielsweise sagst, hey, im Jahr 2023, da sehen wir eigentlich, dass so spätestens seit ja, dem Frühjahr, kann man sagen, haben wir übergeordnet so eine Kursentwicklung. Es ist volatil, aber wir haben eine nach oben gerichtete Kursentwicklung. Okay? Das heißt, funktioniert dieses Short-Put-System? Es funktioniert super. Jetzt gibt es aber auch zum Beispiel sowas wie hier das Jahr 2022. Und wie waren denn da die Märkte? Ne? Da waren die Märkte mehr oder weniger so. Und wenn du in so einem Marktumfeld so eine Strategie anwendest, dann kannst du nur auf den Deckel bekommen. Das kann einfach nicht funktionieren. Ne? Es gibt viele andere Strategien, die da auch nicht funktioniert hätten. Wenn du also sagst, hey, ich kaufe immer Ausbrüche in Aktien, das hätte auch nicht funktioniert. Das heißt, du hast eine Strategie, die ist sinnvoll, die ist gut, die ist profitabel, aber du nutzt sie einfach zur falschen Zeit. Ne? Und so geht es mit ganz, ganz vielen Optionsstrategien. Optionsstrategien, das musst du dir einfach merken, kannst du nicht permanent durchhandeln. Du kannst nicht, auch wenn dir das Leute immer erzählen, du kannst nicht immer sagen, so, okay, jetzt habe ich hier eine Strategie und die handle ich permanent immer durch, sondern Optionsstrategien, das sind quasi wie Werkzeuge und du kannst nicht immer nur einen Hammer nehmen, weil manchmal brauchst du auch eine Zange und manchmal brauchst du auch eine Säge. Und wenn du halt aber nur ein Werkzeug hast, nur eine einzige Strategie und willst die immer anwenden, dann kann das nicht funktionieren. Ne? Also entweder du kannst mehrere Strategien oder aber du sagst, hey, momentan ist es vom Umfeld her, passt das einfach nicht und deswegen rühre ich sie nicht an. Ne? So, das ist der erste Fehler. Kommen wir mal zum zweiten Fehler, der auch immer sehr, sehr häufig passiert, und zwar ist das, das hängt ein bisschen mit Optionen allgemein zusammen. Nämlich kompliziert. So, für viele
sind ja Optionen als solches schon kompliziert. Sagen, Mensch, wie ist das alles mit Strike und mit diesen Griechen und mit Laufzeit und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt gibt es aber eine ganze Menge an Händlern, denen reicht das noch gar nicht, dass Optionen komplizierter sind als jetzt vielleicht ein einfacher ETF oder so, sondern die machen jetzt noch eins, und zwar, die machen noch das Ganze zu kompliziert. Das heißt, die handeln Strategien, die extrem aufwendig sind. Ne? Irgendwelche Butterflies, irgendwelche Kalenderspreads, irgendwelche, ach was weiß ich, es gibt so, so viele Strategien, die theoretisch in diesen ganzen Büchern auch beschrieben werden, ne? Wo es Coachings darüber gibt und so weiter und so fort, die aber in der Praxis nicht funktionieren für die meisten Anwender. Warum? Weil es einfach zu kompliziert ist. Das heißt, wenn du eine Strategie hast, wo du dann permanent adjustieren musst, wo du permanent anbauen musst und so weiter und so fort. Ne? Und dann das kann einfach für den Privatmann, der das nutzt, nicht auf Dauer funktionieren. Ne? Jedenfalls für die Masse wird es nicht funktionieren. Und wir haben natürlich auch solche Sachen früher gemacht. Und ich habe dann mal festgestellt, was ist so ein Synonym dafür, dass du eine Strategie hast, die zu kompliziert ist. Und zwar das ist, wenn du ein Tool dazu brauchst, das heißt, wenn du irgendeine Software dazu brauchst, das heißt, wenn du irgendeine Software brauchst, die dir dann ein P&L-Diagramm baut. Ne? Also hier, wer sich ein bisschen mit Optionen auskennt, ne, der weiß, okay, wenn du jetzt hier ganz normal irgendwas verkaufst, kaufst einen Call oder kaufst einen Call, dann weißt du, der läuft so, und wenn du einen Put kaufst, in die umgekehrte Richtung. Aber wenn du dann anfängst und hast dann so P&L-Diagramme und die gehen dann irgendwie so hier, und dann sagst du, hey, es läuft gerade nicht so und jetzt muss ich adjustieren, und dann wird dieser neu adjustierte wird dann plötzlich so hier. Ne? Und also wenn du solche Sachen bauen musst und wenn du dazu eine Software brauchst, dann kannst du davon ausgehen, es ist zu kompliziert. Und wenn du jetzt schon gerade bei dem Video zu anschauen sagst, ich verstehe überhaupt nicht, was das ist und so weiter, das brauchst du auch nicht. Um mit Optionen wirklich Geld zu verdienen, brauchst du diese komplizierten Dinge nicht. Es ist alles schön, wenn man es mal gelernt hat und wenn man das auch vielleicht versteht, aber es ist nicht notwendig, um mit Optionen Geld zu verdienen. Und die meisten, die mit Optionen scheitern, da ist das einer der Fehler, sie machen es sich viel, viel zu kompliziert. KISS, keep it simple, stupid. Einfache Dinge im Optionsmarkt, die funktionieren immer noch am besten für den Privatanleger. Das mag für einen Hedgefonds, das mag für einen Market Maker eine ganz andere Geschichte sein. Aber du als Privatanleger willst einfache, simple Dinge machen. Du willst regelmäßiges Einkommen an der Börse haben und du willst nicht eine mathematische Anwendung hier jeden Tag in deiner Handelsplattform haben. Okay? Also, das war der Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 3, und der ist eigentlich auch, der ist quasi so ein bisschen das Gegenteil von Fehler Nummer 2, nämlich nicht, dass es zu einfach ist, aber es gibt etwas zu wenig Verständnis für die Basics. Das heißt also, die Basics werden nicht so richtig verstanden. Ja? Jetzt habe ich vorhin schon mal gesagt, Mensch, Optionen sind ja ein wenig kompliziert. Im Grunde stimmt das gar nicht. Ne? Also Optionen sind auch nicht kompliziert, wenn man mal die grundlegenden Dinge gemacht hat. Also wer schreiben gelernt hat, wer rechnen gelernt hat, der kommt auch mit Optionen klar. Also das ist nicht kompliziert. Wer Auto fahren kann, kann auch Optionen handeln. So. Trotzdem gibt es immer wieder Missverständnisse und viele Dinge werden einfach nicht verstanden und aus dem Grunde werden dann falsche Entscheidungen getroffen. Ich gebe dir auch hier ein Beispiel. Stellen wir uns mal vor, dass es gibt diese Kennziffer Vega. Okay, so. Vega, merken wir uns einfach mal, hat etwas mit der Volatilität zu tun. So, und wenn wir uns jetzt nach klassischer Lehrbuchmeinung richten, dann ist es natürlich so, dass je länger die Restlaufzeit einer Option, umso höher ist das Vega. Und das bedeutet natürlich, wenn die Volatilität ansteigt, dass dann die langlaufenden Optionen auch ansteigen müssen. So, und was passiert aber, wenn jetzt zum Beispiel mal an der Börse sowas hier ist, zack, also dass wir mal einen schnellen Rücksetzer haben, dann springen plötzlich, dann passt die Lehrbuchmeinung plötzlich gar nicht mehr so richtig, nämlich, sondern dann springen plötzlich kurzlaufende Optionen aufgrund des Vega-Sprungs viel oder des Wohlersprungs viel mehr an als langlaufende Optionen. Ne? So. Und das ist so ein Ding, das musst du verstehen, warum das einfach so ist. Und da musst du verstehen, wer handelt Optionen und wozu handelt er Optionen. So. Oder das ganze Feld Volatilität, VIX, ne? Es gibt so mega tolle Strategien, wie man Volatilität handeln kann. Relativ selten, ein-, zweimal im Jahr, aber wenn, ist das eigentlich ein Ding, wo du nicht verlieren kannst. Aber du musst es halt verstehen. So. Und deswegen
du musst dir am Anfang, stell dir das so vor, Optionshandel ist wie ein Haus und viele wollen am Anfang Strategien, 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 Strategien und noch eine Strategie, aber ihnen fehlt das Fundament. Das heißt, sie lesen oder beziehungsweise sie haben sich zu wenig eingearbeitet in das Thema Basics. Ne? Und ja, du musst halt am Anfang, da musst du einmal durch, musst du eben so ganz grob verstehen, was ist ein Delta, was ist ein Vega, was ist ein Theta, also Theta, nicht Theta, sondern Theta und ein Gamma von mir aus noch. Ne? Das musst du jetzt nicht bis zum Erbrechen auswendig können. Du musst auch keine Black-Scholes-Formel können. Aber so grundlegende Sachen, die musst du einfach beherrschen. Ne? Wir machen mal ein Beispiel mit einer Autofahrt. Du musst den Motor nicht auseinandernehmen können. Du musst aber wissen, wo ist Gas und wo ist Bremse und warum musst du, wenn eine Wand auf dich zukommt oder du zu schnell bist, auf die Bremse drücken. Also das musst du schon verstehen. Und genauso ist es beim Optionshandel. Wenn du diese Dinge schon mal eliminierst, das heißt, wenn du die Basics verstehst, wenn du zu komplexe Strategien einfach weglässt und wenn du dann eine Strategie hast, die einfach ist und dann noch schaust, wann in welchem Umfeld ist die am besten, schon alleine dadurch wird sich deine Profitabilität sehr, sehr stark nach oben bewegen oder du wirst überhaupt erstmal profitabel mit Optionshandel. Und ich kann es jedem nur empfehlen, beschäftigt euch mit Optionen. Optionen sind ein super, super Business. Man kann sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Man kann völlig unabhängig von der Börsenentwicklung Geld verdienen. Das heißt, du musst dir nicht zwingend Gedanken machen, oh, geht jetzt der DAX oder der Eurostox oder S&P nach oben, sondern du kannst mit Optionen Geld verdienen. Und dann will ich an der Stelle nochmal eine kurze Werbung hier machen. Dieses Buch hier, auch wenn es schon ein paar Jahre älter ist, Optionsstrategien für die Praxis. Wir verlinken es euch mal da unten. Das ist ein echt tolles Buch, weil da sind zum Beispiel Strategien drin, die eben mit den Aktienmärkten überhaupt nichts zu tun hat und die wirklich sehr, sehr profitabel sind. Und ein Großteil unserer Gewinne, die wir beispielsweise 2022 gemacht haben, haben wir eben beispielsweise mit dem Handel von Future-Optionen erzielt. Und warum? Weil in den Aktienmärkten einfach war es viel, viel schwieriger, Geld zu verdienen. Also sind wir eben auf die Future-Märkte ausgewichen. So, ich bin gespannt auf dein Feedback. Schreib mir das bitte in die Kommentare hinein. Und demnächst kommen weitere Videos hier auf diesem Kanal. Und ich will dir zum Schluss noch etwas mitgeben, was wir auch zum Motto dieses Kanals natürlich wieder machen werden. Nämlich, denk bitte immer daran, wir traden nicht für den Jackpot, wir traden für das regelmäßige Einkommen. Und wenn du ein Fan davon bist, wenn du sagst, okay, ich möchte Optionen mit integrieren, ne, dann bleib diesem Kanal hier treu. Oder wenn du ihn vielleicht jetzt durch Zufall zum allerersten Mal siehst, dann abonniere den Kanal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Das war's für heute. Vielen Dank für dein Zuschauen, für dein Feedback und bis zum nächsten Mal.